den ersten Gemeinderat Klaus Gedalke. Ich denke, ich klatsche schon. 150 geladene Gäste haben sich am Sonntagmorgen in der Fahrzeughalle des neuen Hundloser Feuerwehrhauses an der Wilhelmsstraße eingefunden. Darunter waren auch Vertreter der benachbarten Feuerwehren und Repräsentanten aus Rat und Verwaltung. Das neue Gebäude hat 2,4 Millionen Euro gekostet. Nach dem offiziellen Teil nutzten viele Besucherinnen und Besucher den Tag der offenen Tür, um an Führungen teilzunehmen oder einfach die Kaffeetafel in der Fahrzeughalle zu genießen. Wer keine Höhenangst hatte, der konnte aus 40 Metern in luftiger Höhe einen Blick auf den Neubau und das Gelände an der Wilhelmstraße in Hundlosen werfen. Die Johanniter Unfallhilfe hatte die Hüpfburg zum Toben aufgebaut. Wasserspiele der Jugendfeuerwehr Großen Kneten luden die Kinder außerdem ein. Mit zwei Schauaktionen stellte die Hundloser Wehr ihre Einsatzkraft vor. Zum einen war es das Öffnen von verschlossenen Türen, vor allem aber die Brandbekämpfung eines brennenden TVs, verbunden mit der Rettung eines Atemschutzgeräteträgers, der vom Sicherheitstrupp schnellstens geborgen und der von der Einsatzkleidung befreit werden musste, sorgte für Aufmerksamkeit. Sieht sie nicht gerade aus, wie sie jetzt mit dem Kollegen umgehen?